Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 5. Wir sind hier in Empath Abbey, wollen uns hier noch ein bisschen umgucken. Mit die haben wir schon geredet. Hier ist was Geheimes. Locked, okay. So, stellen wir uns mal wieder an seinen Platz. So. Open. Ist hier irgendwas? Nee. Wo waren wir denn hier noch nicht? Die haben wir schon geredet. Wer bist du? Guten Tag. Ah, du bist der Heiler. Okay. No. Da ist eine Geheimdings. Search. Oh. Nehmen wir. Push. Search. Und die ist locked. Na gut. Okay, da geht's ein Level nach oben. Da gibt's aber auch andere Wege. Dann gehen wir mal hoch. Mal noch höher. Ja, hier war. Waren wir hier schon? Also wir waren da in dem Raum mit der Flamme. Ist hier irgendwas? Irgendwer? Guten Tag, hallo. Guten Tag, du. Was treibst du denn hier oben? Spratly Young Man, I'm called Tim. Ja. I'm the Bard for this castle. Na, Tim der Bade. Das, wer hätte das gedacht? ja, Tim ist Bade. I play and sing for the inhabitants of this castle. Und das machst du bestimmt auf eine ganz tolle Weise. Tralala. Der Bade Tim singt Tralala. Ja, großer Künstler, also dieser Bade, also für andere Baden gilt das natürlich nicht, diese sind natürlich wahrlich große Künstler, aber dieser Bade, also Tralala. Ich wiederhole, Tralala. Okay. Mal alle zusammen, Tralala, das ist ja furchtbar. Also, Tralala. Willst du nicht, dass ich das aussinge, oder? Da kannst du mir nicht mit helfen, das glaube ich. Ich singe wenigstens Großbuchstaben. Ach, ist aber egal. Castle, hast du gesagt. Empath Abbey. Hast du keine Ahnung von. Single Play. Dost du enjoy fine harpsichord music? Kein bisschen. Ja. Since Lord British's disappearance, his court composer. Oh Gott, das ist. Also, Timmy. Since Lord British's disappearance, his court composer. Lord British. His court. Composer. Sir Kenneth. Wahrscheinlich auch ein Bade. Sind Composer auch zwangsläufig Barden? Ist ja egal. Da bist du wahrscheinlich auch. Ach, dann ist hier Tim wahrscheinlich auch Composer. Hat das Tralala, das hat er selbst gedichtet. Das ist ja. Erinnert mich ein bisschen an Baldrick. Egal. Kleiner Hinweis, Sicherheitshinweis vielleicht für mich. Das bezieht sich ausschließlich auf diesen NPC hier in diesem Spiel. Keine. Das. is said to be traveling throughout Britannia. Das ist, traveling throughout Britannia. Kenneth? He trades music lessons for melodies.
Okay. Also mit anderen Worten, wenn keiner bei Music Lessons nimmt, kriegt er keine mit. Melodies? Sollte er die sich nicht selber ausdenken? He is compiling a collection of Britannian folk music. Okay. 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 Hoffentlich ist kein Neofolk. He's compiling. Traits. Lessons for melodies. Is compiling collection of Britannian folk music. Britannian folk. Recently he gave a recital in Trinsic and then headed south. Okay, recently Intrinsic, then headed south. Okay, das heißt, er ist nicht mehr in Trinsic. Was ist südlich von Trinsic? Das Gebiet südlich von Trinsic ist da. Okay. He often teaches a piece by Iolo and Gwenno. Tis a favorite of Lord British. Music piece by Iolo and Gwenno is favorite of Lord British. Ja gut, da können wir ja theoretisch Iolo nachfragen. Nein, können wir in diesem Spiel leider nicht. Es wäre aber gut, wenn wir das könnten. Iolo. Some even say that to play the piece on the finest instrument may cause magical... Also, this music piece. To play this piece on the finest instrument. May cause magical occurrences. Na, dann würde ich mal sagen, das wird schon so sein. Wenn ein Bade das sagt, Baden lügen nicht. May cause. Schon gar nicht, wenn sie Tim heißen. Occurrences. Okay, das ist, du hast ja eine Menge zu sagen. Magic, ja. Only an instrument worthy of kings. Instrument worthy of kings. Na gut, da ist ja worthy of kings. Da wäre ja zu vermuten, dass es sich entweder im Castle British befindet oder bei Lord Blackthorn. Die sich ja beide so ein bisschen als King betrachten. Okay. Kings. Worthy. Instrument. Ja. Favorite. Peace. Vielleicht müssen wir einfach den Kenneth finden. Okay, also der war in Trinsic, der ist jetzt nicht mehr in Trinsic. Hören wir mal kurz gucken, was da südlich von Trinsic ist. Trinsic ist das hier, glaube ich. So viel ist da nicht mehr. Da ist was. Das, ich meine, ist theoretisch auch, das ist ja Serpent's Dings, das ist theoretisch auch südlich. Theoretisch ist auch Jellum südlich, aber können wir da immer hingucken. Ich wollte nach Paws, da können wir ein bisschen weiter nach Trinsic und dann können wir noch ein bisschen weiter, ja, dann machen wir einen Trek nach Süden. Wir müssen zwar auch noch hier hin und hier hin, aber dann machen wir erstmal einen Trek nach Süden, würde ich sagen. Okay, danke, du warst sehr hilfreich.
Bei. Okay, das war falsch. Ja, können wir mal schlafen. Oh, Donner Bett, ne, bitte sehr. Möchte wer anders in seinem Bett schlafen? Diese Impertinenz. Dann. Climb. Ah, jetzt sind wir wieder draus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal. Ich weiß nicht, ob wir hier noch mehr finden, aber das klingt erstmal alles sehr wichtig. Ich würde sagen, wir speichern mal. Also, wir haben... Gut, dann geht's erstmal nach Süden. Auch muss das sein? Ich habe jetzt keine Lust. Können wir von hier weglaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hatte ich mir gedacht. Ihr könnt auch spitten oder sowas, ne? Ja, und ihr poisont. Oh. Wo ist denn der Cursor hin? Da. Wer ist denn Poison Shamino? Okay, das Ding wäre Matsch. Kommst du nicht hin? Come on. Oh, nur bring sie um. Anox auf Shamino. Okay. Kommen wir hier irgendwo? Hier kommen wir rüber. Ach, eine Spinne auch noch. Ach, Mensch. Wir brauchen auch mal bessere Waffen. Wir brauchen eigentlich überhaupt mal richtige Ausrüstung. Uns fehlen auch noch Reagenzien. Uns fehlen Keys und Torches und alles. Also. I found a simple trap. Dann müssen wir uns, glaube ich, mit einem. Müssen wir, glaube ich, Jimmy machen, richtig? Ja. Damit entwaffnen wir die Falle quasi. Das alles für 12 Gold. Ein Schlüssel ist mehr wert, ne? Hm, hat sich nicht gelohnt. Okay, Ignite Torch. Wir haben keine Torch mehr. In Lore? Ne, in Nox. In Lore. In Lore ist es. Richtig? Richtig. So, wo sind wir denn hier? Sind wir hier richtig? Ich glaube, hier sind wir richtig. Ah, lass mich ruhig. Oh. Weißt du was? Das sind mir zu viele. Das können wir. Haben wahrscheinlich Karma verloren. Also. Aber ich glaube nicht, dass wir das überlebt hätten. Das
Waren das Ettins oder sowas? Das waren auf jeden Fall zu viele. Mit unserer schlechten... Das war doof. Mit unserer schlechten Ausrüstung. Lightly wounded nur... Haudermatner also. Wo zur Hölle sind wir hier? Ah, nun lass mich in Ruhe, du blöde Ratte. Na also. Hier sind wir richtig. Oh, wir sind. Ah, guck mal, hier können wir. Ah, ja. Hm? Very nice. Wir lassen uns jetzt hier nicht von Ratten verprügeln. Es geht gegen die Rollenspielerehre. Okay. Ne? Hm, immerhin. Food brauchen wir auch. Oh Gott, wir brauchen alles. Okay. Oh, da ist jemand poisoned. Cast. Unlocks auf Edna. Ich gucke gerade, wo wir günstig Essen kaufen können. Habe ich das irgendwann mal aufgeschrieben? Britten war nicht allzu teuer, aber ich finde nichts. Hier müssen wir zwar nicht hin, aber ich würde ganz gerne. Ah, hier können wir aus. Ah ja, hier könnten wir eventuell auch was kaufen. Ah, wir brauchen erstmal Food. Das ist erstmal. Ja, so mehr, aber kannst du auf die IST kam? Lange Tanne müssen wir. Rations. 18 Gold Pieces for 25 Serving Rations. How many would you like? Okay. No. Okay. Waffen kümmern wir uns später. Aber zumindest haben wir jetzt erst so ein bisschen was zu essen. Okay, dann. Ich wollte vom Prinzip hier in Castle Britain nochmal danach gucken, was da im Penthouse ist. Ah, Worthy of Kings. Da könnte eventuell auch das Magical Instrument sein. Aber gut, da ich das Lied nicht kenne, bringt das nichts. Wir wollen nach Paws. Oh Gott. Weißt du was? Fuck you. Was sagt das zu unserem Karma? Ich weiß nicht, ob wir da Karma verloren haben. Hatten wir da mehr? Egal. Jetzt haben wir 81. Pause müsste hier sein. North Britain East Pause. Okay. Das ist eine Taverne. Hm, können wir mal. Erstmal gucken wir, solange es noch. Oh, hier sind wir Pferdchen. Aha.
Drop a coin. Ach, das in. Also ich weiß, dass diese Brunnen irgendwas. Oh, hallo, dass diese Brunnen irgendwas machen. Also. Ich weiß aber nicht mehr was. Es war irgendwas, was im Nachhinein offensichtlich war. Aber egal. You see a mysterious mage. Schauen wir mal. Mein Name ist. Ah, dich suche ich, glaube ich. Bandai, pause. Talking horse. Horse. I'm search for Smith, the notorious talker. Oh, nicht Smith. Okay, Smith. Ja. That's the belief in talking horses. Total. I do not doubt the rumors, but this I must see for myself. That's the belief in talking horses. Yeah. Hast du seen one? In diesem Spiel nicht? Sagen wir mal nein. Too bad. Okay. Was sollen wir ja sagen? Yes. So see one. Yes. Was ist Smith? Yes, das ist das einzige Talking Horse, das ich kenne. Wer ist das? Fuck. Also ich weiß, wo er in Ultima 7 ist, aber das hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht. Fuck it. Ja. Talking Horse. Was hat uns denn die Trainer erzählt? Lost Horses. Works in Castles. Trainer about Valerian Horses. Trainer Bandai Post Talking Horse. Okay, nochmal. Valerian Horses vielleicht? Horse. Smith. Sagen wir mal nein. Okay. Da fehlt uns noch was, oder? Ja, da hätten wir Smith schon finden müssen. Also von Triana habe ich nur den Hinweis bekommen, dass Bandai Talking Horse sucht. Hier ist kein Talking Horse dabei. Okay, dann reden wir ab jetzt immer mit jedem Pferd, das wir finden. Im Fall, dass da irgendwo Smith dabei ist. Der war doch in Ultima 4 schon, ne? Ich glaube. Haben wir hier was? Oh! 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 Cool! Cool. Ah, guten Tag, der Herr. Okay, Shop ist. Okay, ist der Shop jetzt offen? Ja. Na, nun lass doch mal die Tür für deinen Kunden auf, du Frechmann. Enno. Achso, du bist da zu deinem Arbeitsplatz gegangen. Okay, talk. Welcome to the guild. I'm the Dan Fitz. Can I show you our fine wares? Ja, kannst du. Was willst du für Keys haben? Hat! Für drei! Nee. Gems? Vier für 250. Sag mal! Und was kosten Torches? Fünf Stück 13. Na gut, das geht noch. Yes. Yes. Meine Güte. Klinky, Wise and Adventure, was machst du denn hier? Job. I've come to post to visit the guild. Sag bloß. Here they have some of the best gems made. Nee, ja, das mag sein, aber da die alle gleich sind und die hier offensichtlich extrem teuer, vielleicht ist das auch nicht extrem teuer. Vielleicht ist das sogar extrem billig. Aber ich habe das Gefühl, das ist extrem teuer. Es ist auf jeden Fall teurer als das, was wir uns leisten können. I'm searching for the mystic shrine of spirituality and feel thy would be of good use. Shrine of spirituality, war das nicht der, der in Ultima 4 über Moongate zu erreichen war?
I fear it was destroyed. Was? Das hätte man mir aber gesagt, da hätte ich, glaube ich, eine E-Mail gekriegt. Das ist, da wäre ich benachrichtigt worden. Das Stone, where to find it? Wieder im letzten Spiel, ja, sagen wir mal nein. Too bad. Wenn ich ja sage, wer wissen wo. Und da bin ich so ein bisschen, kann ich ihm ja schlecht sagen, geh ins letzte Spiel. Haben wir schon irgendwas über. Welches Moongate war das denn? Das war jedes Moongate. Naja, das kann ich ihm ja auch schlecht sagen. Und ich weiß auch nicht, ob das immer noch so ist. Guck ich das nochmal. Yes. Where? Moongate. After saying that I must enter Moongate to reach the shrine of spirituality? Yes. Meiner Erfahrung nach, ich hoffe, das ist in diesem Spiel auch so, nicht, dass er in den Void transportiert wird oder so, aber das ist dann sein Problem. Kannst du aber kurz diese Unterlassungserklärung unterschreiben noch? yes. At midnight? Das habe ich nicht gesagt. Wie kommst du darauf? Aber ja, das ist richtig. Oh, no wonder I never found it. Well, that one is likely safe then. Meinst du, dass keiner ein Moongate at midnight betreten kann, um dann den Schrein zu zerstören? Also wenn jemand den Schrein zerstören will, dann kann er auch ein Moongate at midnight betreten. But should thou see one destroyed, yeah. Remember, they can be restored with the words of power. Oh. Moment, pause. Glinky oder so ähnlich. Destroyed. Shrines. Can be restored with words of power. Wer macht denn hier Schreine kaputt? Meinst du mit Words of Power die Mantras oder die Words of Power die Mörtel? Ich dachte, die Words of Power sind für die Dungeons. Und ich meine, die Dungeons korrespondieren theoretisch ja auch mit der Tugend. Das sind das Gegenteil. Ja. Also müsste man wissen, welches Dungeon zu welcher Tugend mit welcher Tugend korrespondiert. Das ist beim Dungeon wie Hitler nicht ganz einfach, weil das meines Wissens kein Wort ist. Aber das kann man dann ja mit dem Ausschlussverfahren machen. Zur Not. Okay, aber ich weiß gar nicht mehr, werden hier Schreine zerstört? Whilst at the destruction, yell the word of power. Then meditate upon the shrine's virtue with a proper mantra for 3 cycles. Okay. Yell word of power. Then meditate with mantra for 3 cycles. Okay, kennst du? Ist ja egal, kennen wir ja alle. Yell the word of power. Das ist nicht so ganz eindeutig. Aber wahrscheinlich ist es das des dazugehörigen Dungeons. Okay. Kennst du dich mit Pferden aus? Hab mir gedacht. So, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Search, search, search. Push. Search, search, push. Search. Hahaha. Oh, gleich 5. So, jetzt sollten wir uns mal nicht gleich wieder verhaften lassen, damit die gleich wieder verschwinden. Deswegen speichere ich mal. ist hier irgendwas Geheimes? Ich sehe nichts. Okay.
So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen dein Tai Chi, nee, Feng Shui durcheinander gebracht, aber das soll nicht unsere Sorge sein. Ist hier was drin? Ich meine, hier war bisher überall was? Nee, okay. Geht's wieder raus. Kommen wir hier raus? Ja, okay. Nee. Können wir hier einmal rumgehen? Nee. Nee, will ich nicht. Okay. So, noch mehr Leute. Welcome to the Smugglers Inn. Das ist ja überhaupt nicht... Das ist ein guter Name ist... My name is Lorien. Vor allem sind wir hier nicht in Buccaneers Den, sag mal. My name is Lorien and I own this hostel. May I help thee? Nee. Hostel brauchen wir nicht. Schläft... Ist hier irgendwer... Ah. Du bist auch nur der Typ hier, ne? Dr. Lair. Cat's Lair! I'm Dr. Cat, the Barkeep. Ich glaube, das ist ein Origin-Mitarbeiter. Der sich Dr. Cat nennt oder irgendwie sowas. Irgendwas war da. Irgendwie, das war eine Referenz an irgendeine Realweltperson. Das ist wahrscheinlich viele Namen sind Referenzen. Aber, may I serve thee this afternoon? Schauen wir mal, was hast du denn? Was kosten bei dir die Rations? 25... Zero, das ist teurer. 5. Dankeschön. You look underage anyway. Was? Ja, ja. Okay, du bist Klinky. Habe ich den Namen richtig geschrieben? Ja. Okay, also das hier mit dem Kollegen Bandai gefällt mir nicht. Da fehlt mir noch irgendwas. Vielleicht sollten wir noch mal zu den Stellen gucken, wo wir mit Triana gesprochen haben. Das war wo? Im Castle Britain. Das ist die falsche Richtung. Ich will erstmal noch weiter nach Süden. Ich glaube, in Pause haben wir jetzt erstmal alles gemacht. Ist hier irgendwas? Nope. Okay, dann yes. Sumpf, das ist nicht gut. Dann würde ich sagen, legen wir uns mal schlafen. Für 9 Stunden. Yes, Wärtner. Oh, hallo. Ja, ja. Well armed art thou to fight death's embrace, O enlightened one, thy destiny awaits thee. Whatever. Oh, da hast du uns geheilt, wa? Ja, weil Wärtner war... Oh, das ist nett. Danke. Mir völlig unbekannte Person. Die zwar ein bisschen uns bekannt erscheint, aber überhaupt nicht aussieht wie Lord British. Wo zur Hölle... Hier muss doch Trinsic irgendwann kommen. Nee? Trinsic. Kreuz wählt, ja, ist gut so. Okay, hier sind wir in Trinsic und hier sehen wir. If thou dost lose thine own honor, thou shall take thine own life. Okay, das ist so also, Standard-Samurai-Vorgehen, ne? Für mich. So gedacht? Ja, das ist jetzt, meine. Vielleicht für diesen Kulturkreis etwas ungewöhnlich, aber nun nicht so unpassend. Okay. Ja, ich würde sagen, hier gucken wir uns beim nächsten Mal um hier in Trinsic. Da wird ja wahrscheinlich wieder einiges zu besprechen sein. Und dann
südlich von Trinsic sollen wir den Typen finden, den Kenneth, ne? Ja. Okay, ja, ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter mit mehr Ultima 5. Bis dahin, tschüss.